So, da bin ich auch schon wieder zurück mit Mario Kart. Ich weiß, ihr seid auch schon alle gehypt auf den Booster Pass. Deshalb, ich habe natürlich das Ganze schon wieder bei MMOGA gesehen. Und es ist natürlich auch wieder ein bisschen günstiger als so, wie es angezeigt wird. Aber vorweg, wenn ihr den Deluxe Pass schon habt, das bedeutet, wenn ihr schon Nintendo 64, Sega Mega Drive und so spielen könnt, dann habt ihr den schon. Nämlich passt da auf, weil da müsste es eigentlich schon dabei sein. Wartet lieber, bis das Ganze rauskommt. Wenn ihr dann, wie ich zum Beispiel, ich habe den Online-Spezialpass, sage ich jetzt einfach, ich habe den schon. Deshalb müsste bei mir eigentlich Mario Kart dann mit drin sein. Ob es mit drin ist, werde ich dann selber erst sehen, weil ihr seht oben links Erweiterungspaket. Da ist das Ganze schon angeblich mit drin, aber warten wir trotzdem mal ab. Aber wer den Pass halt eben noch nicht hat, also dieses Erweiterungspack, der hat natürlich die Möglichkeit, sich das als DLC zu holen. Und zwar für 21,99 € statt für 25 € überall. Ich werde euch das Ganze natürlich auch verlinken. Denkt dran, ihr könnt das Ganze natürlich noch nicht einlösen, nämlich das Ganze ist halt vorbestellbar. Und ist erst ab 18.03. wird der Key Ores rausgeschickt. Also wenn, dann habt da Geduld oder fragt in den Kommentaren nach oder schaut einfach im Livestream vorbei, denn ich werde jetzt auch live gehen. Einfach wie immer auf Twitch, Card86, gern Follow da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich schon im Livestream. Denkt dran, der Code hierfür, ich verlinke euch das Ganze. Und in dem Sinne würdet ihr mich natürlich auch unterstützen. Wenn ihr dann noch mehr kaufen wollt, auch kein Ding, alles ist da. Sei es keine Ahnung. Ach, ihr seht selber, Game Keys, Game Cards, alles ist da. Ihr müsst einfach nur gucken. Passt aber ein bisschen auf mit den Preisen. Denn es gibt ab und an auch mal Preise, die sind nicht günstiger, wie zum Beispiel Switch Online-Guthaben. Hier, ihr seht schon, ich habe jetzt einfach nur gerade reingeguckt, auch Amazon-Gutscheine. Es ist nicht alles günstiger. Es ist vieles günstiger, aber nicht alles. Also achtet da ein bisschen drauf, aber im Prinzip ist alles günstiger. Zum Beispiel die 100 € PSN-Karte, hier zwar Österreich, aber haben die natürlich auch für Deutschland, die kostet 90 €. Steam-Karten würde ich da keine kaufen, die kosten nämlich 105. Netflix-Karten sind auch günstiger oder billiger? Das ist jetzt die Frage. Da für Türkei. Ah ja. Netflix-Karte. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Netflix-Karten gibt. Aber zum Beispiel die Online-Mitgliedschaft, die ist günstiger. Und in dem Sinne würde ich sagen, genug Werbung gemacht. Wie gesagt, das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich natürlich unterstützen. Danke an alle, die es schon getan haben. Und in dem Sinne, haut rein.